Schönen guten Morgen, es ist wieder mal soweit, es ist Zeit für ein Video und zwar dieses Mal der erste Vorbereitungswettkampf, den ich mache, eine olympische Distanz in Ternitz. Wir sind hier gerade auf Urlaub in Bad Lutzmannsburg in der Therme, haben schon fast eine ganze Woche Urlaub genossen hier und haben natürlich auch ein bisschen trainieren können. Jetzt geht's dann los Richtung Ternitz. Let's go! Also hier kann man sehen, das Bike wurde eingecheckt und das Schwimmen war in einem Schwimmbecken, in einem 50 Meter langen Schwimmbecken. Und da wurde in 30 Sekunden Abständen gestartet. Dazwischen natürlich immer die Leute vorgelassen, die schon im Wasser waren. Und ja, das mussten wir dreimal durchschwimmen, also das ganze Schwimmbecken dreimal hin und her durchschwimmen. Und nachher ging es dann zur Wechselzone. Hier kann man sehen, dass das Wechseln aus dem Neoprenanzug heraus etwas holprig war und ein bisschen Zeit gekostet hat, aber ja, bin kein Profi und deswegen die paar Sekunden werde ich dann beim Ironman auch verkraften können. Weiter ging es aufs Rad, da hat es geregnet und es war eine ziemlich nasse Radfahrt und ziemlich kalt sogar, aber so war das Radfahren sehr, sehr gut. Ich fühlte mich gut, konnte gute Geschwindigkeit halten und war eigentlich wirklich happy mit meiner Radfahrt. Und ja, dann zum Laufen, das waren dann 10 Kilometer, die in 3 Runden zum Absolvieren waren und hier kann man sagen, dass auf jeden Fall am meisten Trainingsbedarf noch da ist, denn die Geschwindigkeit war nicht so in den Beinen. Rennen ist vorbei. Es war etwas nass, wie man hier sehen kann, aber es war echt toll. So, wieder zu Hause angekommen und es ist gewaschen. Also das ist schon mal wieder fresh. Das Fahrrad. Alles in allem 9. Platz. Ich bin ziemlich happy mit meiner Leistung und auf zum nächsten Wettkampf, der schon bald ist, denn das ist ein halber Ironman in Linz hier und da werde ich euch auch wieder mitnehmen und gleich in diesem Video anhängen. Also bleibt dabei. Samstagmorgen, ein weiterer Race Morning. Eigentlich ist es ein eher späterer, ist ein Race Noon, also das Rennen startet um 12. Ich bin gerade am Packen, das Fahrrad ist schon drinnen und ja, dieses Mal ein Vorbereitungsrennen, die Halb Ironman Distanz hier in Linz, das wird ziemlich cool, Home Game sozusagen. Ich freue mich schon sehr darauf, weil ich die Strecke ziemlich gut kenne hier zu Hause und ja, sind wir mal gespannt, wie das so ausgehen wird. Ich nehme euch wieder mit, einen kleinen Einblick bekommt ihr und ja, schauen wir mal, was das Training bis jetzt so gebracht hat. Das Schwimmen ist im Plöschinger See, das heißt zu dieser Zeit auf jeden Fall noch Wetsuit, also Neopren, den packen wir ein. Und hier mal den normalen Suit und Schwimmbrille, lieber mehr als weniger für danach und eventuell das hier, falls es nicht genug Trinkstellen gibt, das werden wir aber noch auschecken.
Brustgurt darf natürlich auch nicht fehlen, das auch rein. Die Wechselbox habe ich übrigens schon vorbereitet, die ist schon im Auto drin. Und ja, Luftpumpe kommt noch rein. Ah ja, diese Tasche hier, das ist die Notfalltasche. Kommt auf jeden Fall auch mit, falls irgendwas kaputt geht oder so, kommt die auch mit. Alles klar. So, fertig soweit. Über 120 Teilnehmer an den Fachhochschul-Staatsmeisterschaften. Ist toll, dass ihr mitmacht. Wo sind die Hände? Hinauf von mir. Alle klatschen mit. Enke. Everybody clap your hands. 30 Sekunden bis zum Start. 30 seconds to go. 4, 3, 2, 1, go. Das war das Startkommando für den internationalen Mix-Triathlon, für den allerersten bewährt. Der Martin! Und das Rennen ist eröffnet. 16. Linz-Triathlon, Half Iron Distance. The race is on. 1900 Meter Schwimmen, 82 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer Laufen. Knapp 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Einzel- und Staffelbewerb hier am Start und hoffentlich möglichst zahlreich im Team Stefan. Ja, das war mein Rennen. Was kann man dazu sagen? Das Schwimmen war sehr, sehr hektisch. Es war so viel los. Ich habe so oft eine drauf bekommen, fast meine Uhr verloren. Und ja, aber alles in allem war es ein sehr gutes Schwimmen. Ziemlich happy mit meiner Leistung. Das Radfahren war auch super. Der Wind war ja doch extrem. Also bei Abfahrten war teilweise so ein starker Seitenwind. Und das Rad hat es so arg verweht, dass es wirklich sehr, sehr gefährlich war. Und das Laufen, wie schon beim letzten Vorbereitungstriathlon, nicht meine Stärke im Moment, aber auf jeden Fall einiges besser geworden seit dem letzten Mal, denn der Pace von 10 Kilometer auf die 21 Kilometer hat sich jetzt nicht so stark verändert. 10 Sekunden am Kilometer bin ich langsamer gelaufen. Das finde ich ist okay, aber für den Ironman muss auf jeden Fall einiges langsamer gelaufen werden, denn nach die 21 Kilometer war der Tank leer und deswegen ja, muss man noch ein bisschen in diese Richtung trainieren und ja, jetzt noch circa 5 Wochen bis zum Ironman. Das heißt, die letzte Trainingsphase steht jetzt noch an, nochmal ordentlich alles trainieren, was noch zu trainieren möglich ist und dann für das Beste hoffen. Also beim Rennen werde ich euch sicher dann noch ein Update geben beim Ironman, da wird es ein eigenes Video geben. Also wenn es euch interessiert, schaut wieder vorbei. Ansonsten
Bye.